Was ist das für eine Brühe, die hier auf dem Boden steht? Abartigst. Na gut. Nochmal speichern. Los geht's. Keine Gegner. Keine Gegner? Das ist überraschend. Das hatten wir bisher auch noch nicht in so einem Minending. Also, dass wirklich gar keine kommen. Aber das muss nichts heißen. Das kann auch sein, dass wenn wir dann wieder rausgehen wollen, dass dann hier die Hölle losbricht. Traue ich den Leuten zu. Wäre nichts Neues. Und hier drüben ist zu. Ich sehe es schon kommen. Wir müssen jetzt hier rein. Wenn wir wieder rauskommen, dann wird es lustig. Das weiß ich jetzt schon. Na gut, schauen wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall die Sonne. Das war eine Sprengkapsel, Commander. Shepard. Endlich. Na, großartig. Elanos Haliat klingt auf jeden Fall ungesund, der Name. Sie sind im Vorteil. Mein Name ist Elanos Haliat. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der die Schuld für das Scheitern bekam. Ich war ruiniert, als Ihr Volk dem Angriff standgehalten hat. Wie könnte ich meinen Ruf besser wiederherstellen, als indem ich den ersten menschlichen Spectre eliminiere? Oh, dieser Arme, da haben wir ihm einfach mal das Ganze kaputt gemacht, den ganzen schönen Plan und sind ihm in die Parade gefahren. Nein, so ein Ärger aber auch. Ich frage mich aber auch, was er für eine Rasse ist. Also er scheint ja kein Mensch zu sein, so wie er redet. Er sieht aber aus wie einer. Na gut. Meine Crew wird mich holen. Sollen sie nur. Wir werden bereit sein. Ein Allianzkriegsschiff wäre eine gute Beute. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. Das Funkgerät Ihres Anzugs kann nicht da durchdringen. Wir werden einen Weg hier rausfinden. Das bezweifle ich. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Wir haben Luft und Licht. Und die Normandy ist noch im Orbit. Wir suchen uns einen anderen Ausweg. Es ist zu spät, um herauszukommen. Sie müssen die Bombe deaktivieren, bevor sie hochgeht. Na, grandios. Wir speichern ab. Und dann sollten wir mal ganz schnell hier ein bisschen Deaktivierungs-Action machen. Okay, wenn das schon alles ist, dann habe ich keine Angst vor der Deaktivierung einer Bombe, muss ich sagen. Da könnt ihr auch 3 von den Dingern hinmachen. Ist mir recht. So, sie haben die Bombe deaktiviert. Das ging schon recht flott und einfach. Also, ich glaube, ich sollte Bombentechniker werden. Kein Problem. Aber wir sehen schon, was ein anderes Problem ist. Wir haben hier Steine im Weg liegen. Dafür ist jetzt aber hier die Türsteuerung noch einmal offen. Das heißt, wir schauen mal, ob wir vielleicht hier irgendwie durchkommen. Ist da nicht doch irgendwie ein Weg, den wir nehmen können? Ohne sowas. Echt Überraschung. Wir sammeln mal kurz mit hier das Zeug ein. Wer hätte das nur gedacht? Wir kommen hier raus. Nein! Überraschung! Jetzt müssen wir eben nur schauen, wo hier. Moment, war das hier? Spionagesonde? Wir sind halt jetzt arschweit weg von unserem Marco. Das ist das Problem. Motortrümmerteil. Ah ja, die hat er gefunden. Ach, das ist das Söldnercamp hier drüben. Das ist schön. Das ist praktisch. Wir gehen morden. So, einmal speichern. Und jetzt können wir morden gehen. So, jetzt wissen wir also auch, was das für ein Camp war, das wir hier vorhin getroffen haben. Das ist einfach nur das Söldnercamp. Ist das unser Marco? Das ist nett, dass sie den schon hierher geholt haben. Das ist freundlich von denen. Sehr zuvorkommend, die Herren und Damen. Okay, hat nicht gewirkt. Ist interessant. So, ich glaube, ich sollte mal meinen Overkill aktivieren. Und ja, die beiden können eigentlich... Was könnten sie denn mal machen? Ich weiß es nicht. Hier machen wir Sabotage.
Mach mal Sabotage. Und ich gehe jetzt auf den Boden. So, einfach mal draufgehalten. Das ist im ersten. Oh, das ist Herr Halliard. Lass sie mal einer gucken. Der steckt ganz schön was weg, muss ich feststellen. So, Mensch, der hält ja wirklich was aus. Ist ja wahnsinnig. Okay, das hat nicht funktioniert. Interessant. So, Leute. Ah, er hat irgendeine Rüstung drauf gehabt, gerade eben noch. Deswegen habe ich ihm auch nichts weiter abgezogen. So, ich gehe mal aber ein bisschen zurück hier. Denn meine Leute leiden gerade ganz schön, stelle ich fest. Er hat auch keine Deckung hier, ne? Das ist halt so ein bisschen ungünstig. Aber gut, was willst du machen? So, jetzt haben wir wieder unsere beiden Squad-Kollegen als Kanonenfutter. Sehr freundlich, ich weiß. Medigel? Wir haben keins mehr. Ach du Scheiße. Wir haben kein Medigel mehr. So, erstmal den Scharfschützen weggeräumt hier. Oh shit, da war noch einer. Gut, dann machen wir den Spaß gleich nochmal und dann stellen wir uns hoffentlich ein bisschen besser an dabei. Auf ein neues! Waffe raus! Alle fit machen. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn ich eine Liara mit ihrer Biotik dabei hätte. Oder irgendjemanden, der halt ein paar Skills hat, die mir ein bisschen mehr nutzen, als das bei den Technikern der Fall ist. Aber ich will eben immer dechiffrieren. Ich könnte natürlich auch... Komme ich da nicht eher drauf? Ja, ja, lass mal hier, lass mal. Gerade keinen Bock. Wir ziehen einfach mal zu unserem Marco rüber. Wie wär's denn damit? So, oh, du Sau. So, ist das denn unsere? Ja, sieht ganz danach aus. Und dann machen wir das aber auf die andere Art und Weise hier. So, dann können die uns nämlich alle mal. Aber ganz gewaltig können sie uns dann mal. So, sieh mal einer an, wie sie hier, wie die Fliegen fallen. Ist das nicht ein Traum? So, aber treffen kann ich auch nicht. Okay, jetzt werden wir wieder kühl hier. Ganz cool bleiben. Oh komm, wenn die nicht wollen hier, dann machen wir es halt mal so. Und gleich nochmal. Über alle gleichzeitig. Zack. Schön. Huch. Ganz im Überschwang gleich alles vernichtet hier. So, damit ist bloß noch Herr Halliard übrig. Und der hat es nun auch erlebt gleich. Nochmal drüber. Hier, komm. Wir demütigen ihn, indem wir ihn mit dem Marco überfahren einfach. Hör, Kollege. Zack. Du musst dich nicht heilen. Nee, 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 das wird nichts. Nein, sowas. Er ist gestorben, indem wir ihn überfahren haben. Halliard hat sich einige Mühe gemacht, um sie hierher zu locken. Zu schade, dass es so enden musste. Für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie wieder an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Funkverbindung ihres Kampfanzugs zur Normandie wieder. Es wird Zeit zu verschwinden. Gut, hat sich das erledigt. Wir haben hier auch sonst nichts. Wir haben die Falle überstanden. Damit können wir diesen Planeten abhaken. Und Amazon ist Geschichte. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Wunderbar. Normandie, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skylianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. 4 verschiedene Planeten? Ach du Scheiße. Also Armstrong-Cluster ist natürlich mal wieder das, wo wir hinfliegen. Man kriegt die Aufträge immer genau dann, zufälligerweise, wenn man in diese Cluster unterwegs ist. 4 Planeten ist natürlich schon heftig. Na gut, wenn es sein muss. Wissen wir denn, was Sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln oder Sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Ich kümmere mich darum, Admiral. Saren zu finden bleibt Ihre oberste Priorität. Aber Sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandie. Admiral Hackett, Ende. Na, das wird ja super. Im Armstrong-Nebel haben wir also 4 Systeme und in jedem System wird es einen Planeten geben. Das wird traumhaft. Gut.
Gut, wir schauen erstmal beim Juri vorbei, hier Gagarin. Und sobald ich dann auf dem Planeten unterwegs bin oder mal wieder irgendwas finde, seid ihr dabei. Der Planet Juntor hat eine Matriarchenschrift für uns. Bei einigen Scans haben sie einen zerstörten Frachter im Orbit eines der kleineren Monde Juntors gefunden. Das Aufklärungsteam fand zwar keine Lebenszeichen, dafür aber eine der Schriften der Matriarchin Dili Naga. Die muss ja ganz schön viel geschrieben haben. So, und wir bewegen uns nach Rayingri. Ach du Scheiße. Das ist nämlich der Planet, auf dem wir landen können, und auch der sieht wieder wunderschön rot aus. Wir sehen uns, wenn es was gibt. Und da sind wir auf einem Spieß gelandet. Na super. Ja, unser Wagen hat sich aufgespießt. Vielleicht kommen wir noch irgendwie wieder runter. Das wäre cool. Nee, ich glaube, wir hängen irgendwie fest. Ach du Scheiße. Tja, ich wollte jedenfalls sagen, dass wir hier am Forschungsposten angekommen sind. Leider kommen wir so auch nicht aus dem Marco raus. Das ist das Problem. Ich werde dann mal probieren, hier wieder runterzukommen. Und sobald das funktioniert... Okay, hat geklappt. Können wir dann auch mal in die Forschungsstation reingehen. Hier gibt es jetzt also wieder ein bisschen Geth-Alarm. Das ist auch schön. Die hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Und hier sind vor allem auch Tali und Garrus mal ganz praktisch. Denn die können die Geth quasi schlagartig zerlegen. Mit ihren Sabotagefähigkeiten. Das ist doch mal ganz schön. So. Sack mal ein, kontrollieren wir später mal, was wir davon anlegen können. Hier haben wir auch noch einen mit leichter Dechiffrierung. Das ist doch immer schön. Oh, das war dumm. Das war auch dumm. So, mal schnell hier durch. Und dann passt das. Gut. Los geht das fröhliche Morgen. Oh je. Yeah. Gut, wer hat denn hier alles zugestellt? Das ist ja unglaublich. Husks? Ich denke, wir haben ja... Na gut, von mir aus. Warum nicht? Ich wollte eigentlich nicht gegen Husks kämpfen, sondern gegen Death. Aber dann eben wieder gegen Husks. So, ich glaube, ich sollte mal wechseln. So! So ist das gut. Was? So ist das nicht gut. Was ist denn da passiert? Ich glaube, die haben einen größeren Schadensradius, als ich das wahrgenommen habe vorher. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen behutsamer vorgehen. Ich dachte nur so, ja, so ein Husks, da sollte man doch eigentlich locker durchkommen. Aber dann müssen wir eben noch mal ein bisschen aufpassen, was wir tun hier. Ja, lass mich in Ruhe, Typ. Du hässliche kleine Ratte. Ich komme nicht raus aus meiner Ecke. Garrus steht mir im Weg. Was mit dem wegräumen. Oh, gibt zwar ein bisschen Spreng-Action. Traumhaft. So, ist doch eigentlich gar kein Problem. Haben wir die beseitigt? Man muss eben manchmal doch ein bisschen aufpassen. Kann nicht einfach nur reinrennen. Wie das eben so ist, macht man es trotzdem meistens und bezahlt dann dafür mit dem Leben. Wahlweise bei uns hier mit einem Neuladen des Spielstands. So, halten wir einfach mal drauf. Die können schön ihre blöden Explosionen dort machen, ist mir egal. What? Jetzt kommt die Geht. Ist ja nicht zu fassen. Ja, wie auch immer. Hallo, was geht denn ab? Was hast du denn für ein Problem, Kollege? Mach mal hier jemand bitte und so. Sabotage ist noch hier. Danke. Schön. Oh, ich halte gerade auf einen von meinen drauf. Gut, mit der Dingens geht es dann doch relativ schnell. Okay, wir gehen mal in Deckung. Ist es bloß noch der eine? Scheint bald so, wa? Nee, sind noch mehr. Okay. Wo haben wir denn noch jemanden? Ich bräuchte mal ein Radar, das wäre cool. Okay, ich glaube, ich brauche keinen Radar mehr. Oder doch, ist noch jemand. Die Musik schaltet schon wieder auf gechillt und psychedelisch um. Während wir hier noch fröhlich am Kämpfen sind. Da! Nix da, kleiner Scharfschütze. So geht's ja nicht hier.
Halt, geht sie nach unten? Nee, ich dachte gerade schon. Okay, und nachdem jetzt alles weggeräumt ist, vor uns, hinter uns, neben uns, über uns, unter uns, können wir dann doch mal hier kurz ins Umschauen, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Immerhin sind die Viecher jetzt schon mal weggeräumt und damit haben wir den ersten Planeten schon mal befreit. Oh, ist es schon wieder soweit? Na gut. Alles her, wir haben noch genug Platz. Ich werde dann vor dem nächsten Sonnensystem mal wieder beim Typen vorbeischauen, hier beim Verkaufstypen. Händler heißt er. Und dann werden wir danach auch wieder Platz haben, auf dem nächsten Planeten alles einzusammeln. Kein Ding, kein Ding. So, auch kein Lock oder sowas, das ist traurig. Na gut, halt, hier haben wir noch was zu sammeln. Dann sehen wir uns auf dem nächsten Planeten wieder. Oder im nächsten Planetensystem. Wieso sehe ich denn meine Maus gerade schon wieder? Ist ja traurig hier, Mensch. So, wieder weg. Okay. Dann bis gleich. What? What, what, what? Was geht denn hier ab? Okay, wir können aber auch so kämpfen. Kein Ding. Wer kommt denn hier als? Wahnsinn, Wahnsinn. Der muss schon ausweichen. Wir können ja auch einen Breakdance-Kampf machen. Das geht. So, komm schon. Wir breaken uns hier rüber und dancen uns hier durch. Und dann haben wir auch die beseitigt. Da haben sich also doch noch ein paar Regeth hier rein verirrt. Na sowas. Die letzten kriegen wir auch noch. So, jetzt sind wir wieder frei. Diese Husk-Spieße sind echt nicht gut. Einer vernichtet, bleiben noch drei. Wunderbar, jetzt haben wir es endgültig. Der Planet ist durch, das Sonnensystem auch. Wir sehen uns. Wir sind auf dem im Sonnensystem Tereshkova und haben auf einem Asteroiden eine Bewegung gefunden. Beim Scannen des Asteroidenfeldes im Tereshkova-System haben sie ein paar anormale Signale empfangen. Nach einigen Versuchen ist es Joker und einem Aufklärungsteam gelungen, ein paar Trümmerstücke des großen Felsprungs einzusammeln, unter den gebogenen Bruchstücken, weil befand sich auch ein Medaillon des Salarianons. Wunderbar. Und mal wieder ein Dreschlund, der uns besucht. Dieser Planet sieht sau cool aus, muss ich sagen. Ja, auch wenn wir jetzt gleich gegen den Dreschlund kämpfen, muss ich das mal so feststellen. Der gefällt mir richtig gut vom Aussehen her. So, ich muss bloß aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht in die Fänge... Oh, gerate! Was beinahe geschehen ist. Das ist irgendwie ungünstig hier. Boah, da ist mir aber auch dicht auf den Fersen, der Kollege, ne? So, bloß in Bewegung bleiben. Oh. Immer schön in Bewegung bleiben. Auch mal weghüpfen, warum nicht? Kann man mal machen. Wow! What the fuck? Ich komm nicht mehr. Ich hänge irgendwie. Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Lass mich weg! Immer draufhalten! So, wir sind zwar liegend, aber wir kriegen den schon tot, selbst wenn wir auf dem Dach liegen. Wow. Das war nah. Okay, haben wir ihn. Was? Wo kommen jetzt? Sind das zwei? Nee. Bleibt bitte tot. Ist ja unglaublich hier. Okay, unser Marco sieht ein bisschen mitgenommen aus, muss ich feststellen. Aber was soll's? Entdeckung! Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen. Zeichen? Was geht denn los mit mir? Zeichen von Geth Waffenfeuer. Die Geth wurden von dem Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Tja, tut mir leid für die Leute hier, aber so ist es eben. Bei den Geth schauen wir gleich noch vorbei. Eine proteanische Ruine liegt gleich nebenan. Das wollen wir doch mal hier kurz betrachten und das Artefakt darin bergen. Kein Problem, und natürlich ist es eine proteanische Datendisk. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschschlundes fallen gelassen worden sein. Grandios! Wir schauen weiter. Wir nähern uns dem Außenposten der Geth und ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe ein bisschen Bammel, wenn ich mir hier den Zustand meines Markus anschaue. Ach du Kacke! Ach du heilige Kacke, was ist denn hier los? Ach gut, das sind keine großen Kampfläufer, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, das sind alles Kampfläufer, aber das sind bloß irgendwelche Scharfschützen auf Hochständen. Gut. Nee, doch, da ist einer. Ach du Scheiße, ein Koloss.
Da müssen wir mal schauen, wie wir uns den am blödsten holen. Das ging irgendwie ins Nichts gerade. Gut, das war besser. Ja, so geht's. Ich glaube, das könnte funktionieren. So, das war mal wieder nichts. Der Koloss ist gerade meine größte Sorge, muss ich sagen. Also den Rest, den kriegen wir, glaube ich, ganz gut weg. Wobei, wenn ich mir mein Leben, das heißt mein Leben, den Zustand meines Makros jetzt nochmal anschaue, dann sieht es noch schlimmer aus. So, aber zumindest knickt der Koloss schon mal ein. Das ist schön. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz einen Meter weg. Und reparieren mal den Marco. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, hier so. Ja, mal kurz. Ganz kurz, ein bisschen zumindest. Müssen wir mal die Reparaturzeit noch abwarten, schnell. Okay, das sieht schon viel besser aus. Dann können wir jetzt wieder loslegen. Und jetzt ist das doch... Oh, gut drüber gesprungen. Also wenn das gewollt war, war es nicht. Gewollt gewesen wäre, dann wäre das cool gewesen. So, dann einfach mal so rein. Geht schon. Und den letzten auch noch. Wunderbar. Ein Traum. Aha, ein Albtraum. Ich fahre dann mal weg. Okay, wenn es bloß kleine Typen sind, die hier ausscheißen, dann ist mir das recht. Aber ich glaube, es bleibt nicht nur dabei. Oder? So, einfach mal draufgehalten. Oh, kann es sein, dass mein Marco gleich hinüber ist? Ich weiß es nicht. Aber ich traue dem Braten nicht so. Drei Außenposten sind geschichtet. Oh doch. Die Hälfte ist geschafft. Sehr gut, das war's schon für die Geth hier. Ich glaube, damit ist der Planet durch. Jawohl. Und wir sehen uns im nächsten Sonnensystem wieder.